Ja, moin zusammen und herzlich willkommen aus dem Winter Wonderland. Nein, Spaß beiseite. Kein Spaß. Das ist wieder mal ein Video mit Kooperation von Anker, daher auch als Werbung gekennzeichnet. Winter, was macht man da? Natürlich Sonnenenergie hinterherjagen. Nein, Spaß beiseite. Es geht darum, ich habe ja das schöne Balkonkraftwerk mit der Solarbank und jetzt möchte ich dazu ein Update machen, weil ich hatte ja an der Solarbank so kleine Paneele, 300 Watt, und ich habe jetzt neue bekommen und ich zeige euch die mal. Ja, und natürlich ist jetzt gerade nicht die beste Zeit, um eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, bei dem Schneefall und bei dem Wetter. Aber wisst ihr was? Wenn ihr das jetzt macht, seid ihr vorbereitet für das Frühjahr und jetzt am 21. Dezember ist quasi der kürzeste Tag, danach geht es wieder bergauf und dann lohnt es sich eben doch. Also klar, ein blöder Zeitpunkt, Schnee und so weiter, aber trotzdem lohnt es sich immer, sowas zu machen. Also rauf aufs Dach, baut euch eine ordentliche Solaranlage aufs Dach und hier ist eben eine davon. Weil hier stehen diese riesen neuen Paneele. Wahnsinnig groß. Zwei, lass mich mal kurz gucken. Ich glaube irgendwie 2 Meter, da habe ich jetzt drauf. 2 Meter 27, 8 mal 1 Meter 11, 13,4. Wahnsinnig große Paneele. Ich wäre jetzt dabei, gerade die Halter da anzubauen. Natürlich auch alles dabei. Cooles Set. Riesendinger. Und die wuchten wir gleich da hinten auf die Garage. Weil da ist ja schon das andere Balkonkraftwerk drauf gewesen. Das habe ich schon mal wieder zurückgebaut. Und jetzt kommt das große darauf. Also, ich baue jetzt mal das soweit zusammen, dahinter mir, ne? Das da hinten soweit zusammen. Und dann wuchte ich das da drauf und dann melde ich mich gleich vom Dach wieder. Weil das hier, das brauche ich nicht erklären. So, die Paneele sind aufs Dach gehievt. Und jetzt sollen die da wieder in die Ausgangsfläche. Ich muss es mal damit aufräumen. Ihr seht, da liegt überall noch Schnee. Schnee muss noch weg und die Halter von der alten Anlage müssen abgebaut werden und versetzt werden. Das mache ich jetzt als erstes und dann kommen die erstmal dahin. Mal gucken, wie lange es noch hell bleibt. Weil ich glaube, das richtig befestigen, das schaffen wir erst morgen. Ja, und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Klar müssen noch die Betonplatten darunter. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht mehr. Machen wir morgen weiter. Aber ihr bleibt dran, weil für euch ist es nur ein kurzer Videoschnitt. Für mich ist es ein ganzer Tag. Wieder zwei Betonplatten muss ich hier noch hochschieben. Ich nehme dafür 7er Gehwegplatten. Die liegen ja pro Stück schon 50 Kilo. Das reicht auf jeden Fall zum Beschweren. Er hat jedes 100 Kilo beschwert. Das sollte ausreichen. Ja, für euch jetzt ein kurzer Cut und ich tue mal so, als würde ich die Betonplatten holen. Ja, ich sag doch, für euch ist das nur ein Schnitt, für mich ist ein ganzer Tag. Ja, jetzt ist der Sonntag quasi. Ihr seht immer noch Winter Wonderland hinter mir. Aber ich drehe euch mal die Kamera um und dann seht ihr, ich bin ja schon vorangekommen. Denn diese riesen Paneele sind schon auf dem Dach, ne? Und die erste Schraube da ist auch schon fest. Jetzt geht es darum, da hinten. Da muss ich jetzt mal runterkriechen. Hier ist Schnee, ne? Also meine Fußabdrücke. Ja, da muss ich mal hinkriechen, um das da festzumachen. Das gleiche dann nochmal da und das gleiche da. Da liegt auch schon der Wechselrichter, der ist auch schon dran. Natürlich da unten noch nicht in die Steckdose gesteckt, aber schon eingeschlossen. Hier muss ich noch den alten Halter von meiner alten Anlage abbauen, weil die Platten nutze ich einfach weiter als Fundament. Ja, kommen wir gut voran, aber ihr seht, das sind wirklich riesen Platten, weil Anlage, dann gehen 1000, über 1000 Watt in den Akku und von da aus per Wechselrichter ins Stromnetz. Heißt, ich halte mich an alle Regeln, 600 Watt, dann irgendwann 800 Watt ins Stromnetz, aber der Akku wird schneller geladen und das ist, glaube ich, richtig geil. Oh Mann, das war ein Akt, sage ich euch. Aber es liegt nicht an den Paneelen, die sind echt geil, aber Betonplatten hier aufs Dach waren ein Riesenakt und dann den vorderen Halter. Ich zeige euch das mal. Ja, ihr könnt euch vorstellen, da vorne die Betonplatte. Da muss ich das da verschrauben, da ganz vorne verschrauben. Heißt, ich muss hier unterkrabbeln im Schnee und das da rein fummeln. Richtig schwierig. Aber ich habe es ja hingekriegt. Ist alles angeschlossen auch schon. Ja, ihr seht, dass die Kabel muss ich natürlich ein bisschen schicker machen. Jetzt muss ich auch den Wechselrichter da befestigen und dann ist hier oben alles fertig und dann gehe ich erstmal ins Warme. Denn ihr könnt euch vorstellen, bei minus 3 Grad macht das keinen Spaß, aber es ist fertig und auf jeden Fall eine krasse, krasse Geschichte und ich bin gespannt, jetzt haben wir noch ein bisschen Sonne, ob man gleich noch auf der App ein bisschen Ertrag sehen kann.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass ich von dem Dach wieder runter bin, weil es war eine ganz schön harte Nummer da oben. Erstens, ich sage jetzt absichtlich das Wort, kalt. Und ja, weiß gar nicht, was man da zuerst machen soll. Ne? Also zum einen friert einen alles fest. Jetzt das Werkzeug, was man mal kurz auf den Boden gelegt hat, war sofort festgefroren. Und zum anderen liegt der Schnee und es ist rutschig und so. Aber zum Glück habe ich es jetzt fertig und ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Denn jetzt ist da eine Kombination aus Paneelen, Modulen, ein Wechselrichter und der Solarbank von Anker, die sich wirklich lohnen. Denn zum einen ist da jetzt, vorher hatte ich da ja zwei 370 Watt Module dran. Jetzt sind es Module, lass mich kurz gucken, ich habe mir extra mein Zettelchen ausgedruckt. Jetzt sind das Module mit 340 Watt. Also heißt, im Endeffekt habe ich jetzt von den anderen drei drauf. Ihr werdet wahrscheinlich denken, 540 Watt ist doch gar nicht erlaubt. Doch, weil die Logik ist ja, jetzt gehen 1080 Watt im Maximum in die Solarbank, also in den Akku. Und von da aus dann ja per Wechselrichter in das normale Stromnetz. Und dann geht maximal jetzt in 600 Watt weiter. Aber der Akku lädt eben schneller. Also eigentlich eine coole Nummer. Und da es ja einfach so ist, dass man von der ganzen Energie, die man hier selbst produziert, nur ungefähr 40-50% wirklich verwendet. Der Rest verpufft einfach, weil die Nachbarn freuen sich drüber. Denn meistens ist man ja dann, wo die Sonne da ist, nicht zu Hause. Es sei denn, man ist im Homeoffice natürlich oder Rentner oder ähnliches. Aber man ist meistens wirklich nicht da oder verbraucht auch gerade nicht dieses in der Spitze dann fast ein Kilowatt. Das verbraucht man einfach nicht. Und daher ist es dann auch sehr praktisch, wenn man diesen Akku hat und somit der Akku sich eben schneller tagsüber auflädt, um dann eben nachts einspeisen zu können. Weil dann kann man wirklich aus diesen vorher 40-50% Eigennutzung 90 plus machen. Also dann ist es wirklich so, man schafft es fast den ganzen Strom selbst zu verbrauchen, weil man dann ja die Nachteinspeisung so steuern kann, dass, keine Ahnung, 150 Watt einfach abgegeben werden, 10 Stunden lang und somit dann der Akku morgens wieder leer ist. Und sich dann wieder neu laden kann und man eben die Grundlast nachts eben abgedeckt hat. Auch wenn viele von euch denken, wahrscheinlich so ein Akku für so eine kleine PV-Anlage hier bei Balkonkraftwerk lohnt sich nicht. Über die Laufzeit gesehen heißt, es ist ja ausgelegt, so ein Panel 25 Jahre, der Akku 15 Jahre, dann lohnt sich das eben schon, weil man, ist ja nur mal einfache Mathematik. Ihr habt 1,6 Watt, die ihr nachts quasi durch den Akku einspeist. 1,6 Watt mal 365 Tage. Okay, im Winter wird es weniger, weil wir sind jetzt gerade auch in sauren Gurkenzeit. Ich glaube, 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Und dann geht es wieder aufwärts. Aber es ist eben so, man kann da doch relativ viel Geld sparen. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr solche Akkus, in dem Fall hier die Anker Solar Bank, gut günstig schießt. Und dann funktioniert das auch. Ja, und es ist natürlich einfach auch geil zu wissen, man ist ein Stück autark. Klar, man kann nicht immer nur alles aus dem Thema Rendite und aus dem Thema, wann amortisiert sich das nehmen, sondern man muss es dann einfach auch mal aus dem Gesichtspunkt sehen, wie autark ist man, was kann man selbst für die Umwelt tun, weil dieses Thema Energiewende, das liegt einfach bei uns. Die Politik kann zwar machen, was sie will, aber ohne uns Bürger schafft da niemand was. Weil zum einen müssen wir die Politiker wählen, zum anderen sind wir auch selbst gezwungen, entweder Energie zu sparen im großen Stil oder eben selbst Energie zu erzeugen. Ja, und so lassen sich dann insgesamt eben schon über die Laufzeit gesehen mit guter Rechnung, muss ich ehrlich sagen, diese Beispielrechnung habe ich euch schon mal in dem Video, was ich euch oben links verlinke, schon mal vorgerechnet. Man spart ungefähr in der ganzen Laufzeit 10.000 Euro. Hört sich wirklich viel an und ist es auch. Darum, es lohnt sich wirklich und somit würde ich das jedem empfehlen, oder ich nicht würde, sondern ich empfehle es jedem von euch da draußen, über diese Logik nachzudenken, eben gute Module, ein guter Wechselrichter plus eben einen guten Akku und da bietet sich dieses Anker-Komplettsystem, was ich unten drunter auch verlinkt habe, wirklich, wirklich an. Ja, ansonsten nochmal kurz ein paar technische Details. Natürlich ist die Solarbank für IP65 ausgelegt, die Module sogar IP68 und der Wechselrichter IP67. Heißt, es ist alles Wasser, staubdicht und so weiter. Kann alles wirklich komplett draußen sein. Überhaupt kein Problem. Garantie ist eben auch so ausgelegt. Die Panels haben 12 Jahre Garantie, die Solar Bank, also der Akku, 10 Jahre Garantie. Der Wechselrichter weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, aber ich glaube, der hat auch 12 Jahre oder sogar 15. Ich glaube 12 Jahre. Ja, und dann ist es eben auch alles ganz, ganz einfach zu installieren. Ich habe es mir da oben ein bisschen schwer gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil
glaube, man, wenn ich das ein bisschen weiter vom Rand entfernt hätte und auch von der Seite rankommen wäre an die Schrauben, dann wäre es noch einfacher gewesen. War so schon einfach. Ich habe für den Umbau 2 Stunden gebraucht. Fürs ganze Aufbauen, schätze ich mal, mit Akkus brauchst du dann wahrscheinlich noch 1 Stunde länger. Also im Vormittag, wenn man sowas macht, zu zweit, dann ist das schnell erledigt und geht wirklich leicht von der Hand. Braucht man auch keinen Experten für. Das kann man einfach, die Anleitung ist sehr gut, selber machen. Und das ist eben jeder, der sowas, so ein Haus hat oder die Möglichkeit hat, sowas aufzustellen oder auch einen Balkon hat, der kann sowas auch. Also seid da nicht ängstlich, macht es einfach. Es lohnt sich wirklich. Und ihr seid eben ein Teil der Energiewende und euer CO2-Fußabdruck wird einfach kleiner. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch alles unten drunter. Das RS50B von Anker, Komplettsystem mit Solarbank unten drunter verlinkt. Lohnt sich wirklich. Schaut da mal rein. Und ich hoffe, ich habe euch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wenn nicht, unten drunter Kommentare schreiben. Ich versuche euch alle Fragen zu beantworten. Bis dahin werde ich jetzt weiter Energie tanken von da oben. Weil jetzt ist natürlich wirklich schwierig. Jetzt liegt da gerade Schnee drauf. Das würde ich euch gerne auch noch mal zeigen. Ich habe jetzt heute nicht wirklich gar nichts geerntet, weil über Nacht sind 20 cm Schnee gefallen. Da geht kein Sonnenlicht mehr durch. Darum kommt einfach nichts runter und den Aufwand da hochzugehen und Schnee zu schippen. Vielleicht dann noch sogar die Beschichtung, weil auf so einem modernen Panel ist eben noch eine Beschichtung drauf, dass das der Regen und der Schmutz gut abläuft oder der Regen den Schmutz mit wegläuft. Somit sollte man da auch nicht drauf rumkratzen. Darum lass es lieber so, wie es ist. Warte ein paar Tage und dann gibt es auch wieder Sonnenenergie. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Haut rein, euer Tobi.